Guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einem Ausflug an die Strecke Wunsdorf-Nienburg. Als Teil der Verbindung Hannover-Bremen zwar stark befahren, jedoch eher unscheinbar und wenig beachtet. In bewährter Form plaudere ich über ihre Geschichte, präsentiere die Unterwegsstationen, beleuchte das Betriebsgeschehen und werfe einen Blick in die Zukunft. Die hier und heute gezeigten Filmszenen stammen aus dem Sommer 2022. Dazu gibt's ein paar Fotos aus den 90ern. Unsere Tour beginnt in Wunsdorf, das seit Eröffnung der königlich-hannöverschen Staatseisenbahn nach Minden im Oktober 1847 in der Fahrplanauskunft erscheint. Zwei Monate später ging auch schon die Bremer Schiene in Betrieb. Das Empfangsgebäude liegt im Keil der beiden Strecken, die sich im Ostkopf trennen. Gleichzeitige Reisezugfahrten von Bremen nach Hannover und von Hannover nach Minden sind somit ausgeschlossen. Seit 1909 ist Wunsdorf westlicher Startpunkt der Hannoveraner Güterumgehungsbahn. Hier erfolgt die höhengleiche End- bzw. Verflechtung des Personen- und Güterverkehrs, sodass weitere Zugfolgekonflikte programmiert sind. Der Vollständigkeit halber wagen wir einen kurzen Blick nach Osten, wo drei Gleispaare die Landschaft verschönern. Die Bremer Güterbahn links, die Mindener Güterbahn rechts sowie die Personenbahn in der Mitte. Erstere überbrückt die P-Bahn und den Ost-West-Strang der Mindener G-Bahn. An der Abzweigstelle Gümmerwald vereinigen sich die zwei Güterzugstrecken und führen gemeinsam zum Rangierbahnhof Seelze. Der Bahnhof Wunsdorf und der Abzweig Gümmerwald werden von einem 1964 in Betrieb genommenen SPDS-60-Stellwerk gesteuert, dessen Bedienung angesichts der hohen Zugdichte in Kombination mit den beschriebenen Zwangspunkten anspruchsvoll ist. Wir reden immerhin über 600 Züge pro Tag auf dem Abschnitt Wunsdorf-Seelze, die sich ziemlich gleichmäßig auf den Mindener und Bremer Ast verteilen. Aber schauen wir uns einfach mal ein bisschen den Verkehr in Wunsdorf an. Dieser Intercity fährt in Richtung Bremen durch. Der hier kommt aus dem Rheinland und möchte nach Dresden. Diese Lok traut sich was und kreuzt von der Bremer Seite rüber auf die Mindener G-Bahn. Im Nordkopf des Bahnhofes zweigt das Gleis zur 1898 eröffneten, einst rund 50 Kilometer langen Steinhuder Meerbahn ab, die den Personenverkehr in Etappen bis 1964 verlor. Ihre Überbleibsel dienen der Anbindung des 2018 stillgelegten Kali-Schachts Siegmundshall in Bokelo, der seit 2021 mit Lauge aus dem Werra-Revier geflutet wird, weshalb mehrere Ganzzüge täglich in Wunsdorf eintreffen. Das wir jetzt hinter uns lassen, um auf Nordkurs zu gehen. Nächste Betriebsstelle ist Poggenhagen, mit zwei Außenbahnsteigen und einem Überholungsgleis auf der Westseite recht übersichtlich. Hin und wieder verirrt sich DB Cargo mit einer Bedienfahrt hierher, denn in Poggenhagen zweigt das Anschlussgleis zum Flieger Horst Wunsdorf ab. Herr und Meister im Bahnhof ist der Fahrdienstleiter auf PF, ebenso wie die Stellwerke der folgenden Stationen ein niedliches kleines DRS-2 aus dem Jahre 1964, in dem auch die Aufnahme des elektrischen Betriebs erfolgte. Seitdem hat sich in Poggi nicht mehr viel verändert. Die letzte Modernisierungsoffensive betraf die im Vorgriff auf die S-Bahn-Einführung neu errichteten Bahnsteige. Poggenhagen ist stündlich mit der S2 Haste Hannover-Nienburg an die große weite Welt angebunden. 22 Jahre zeichnete DB Regio dafür verantwortlich. Seitdem darf sich Transdev Hannover an einem halbwegs zuverlässigen Betrieb probieren. Mit Stand Dezember 2022 leider nur mäßig erfolgreich. Wer Lust am Glücksspiel hat, braucht in der Region Hannover kein Casino. Da ist der Ausgang jeder S-Bahn-Reise ungewisser als alles, was so am Roulette-Kessel passiert. SPNV zum Abgewöhnen. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Reisende von und nach Neustadt am Rübenberge können alternativ den RE 1 bzw. 8 nutzen, der weiterhin von DB Regio betrieben wird und in 7 Doppelstockwagen deutlich mehr Platz bietet. Was angesichts attraktiver Langläufe von Hannover nach Bremerhaven und Nordrhein-Mole bitter nötig ist. Als ebenso bitter nötig erachten die Neustädter seit Jahrzehnten die Aufhebung der Bahnübergänge, die den Straßenverkehrsfluss des Öfteren für längere Zeit zum Erliegen bringen.
Das Geschehen auf den Gleisen beschränkt sich ja nicht bloß auf die S-Bahn und den Regionalexpress. Auch der DB-Fernverkehr mischt mit den jeweils zweistündlich fahrenden Linien 25 München-Bremen und 56 Leipzig-Norddeich fröhlich mit. Die meisten der durch die Stadt am Fuße des Räubergebirges rollenden Achsen entfallen jedoch auf Güterzüge, die vorrangig zwischen den bremischen Häfen und dem Süden und Osten der Republik bzw. dem benachbarten Ausland unterwegs sind. Hinzu kommt eine Reihe planmäßiger Züge von oder nach Maschen sowie vom und zum Hamburger Hafen, die zur Entlastung der Rennbahn Hannover-Uelzen-Hamburg über Nienburg, Verden und Rothenburg geleitet werden. Bei Bauarbeiten oder größeren Störungen auf der Uelzener Strecke kommen weitere Fernverkehrs- und Güterzüge hinzu, sodass der Abschnitt Wunsdorf-Nienburg mit bisweilen mehr als 400 Fahrten pro Tag weit über seine Kapazitätsgrenzen belastet ist. Was sich dann vor den geschlossenen Schranken abspielt, kann man sich wohl vorstellen. Kaum vorstellen kann sich der Zaungast hingegen, was hier in manchen Nächten abgeht, wenn die Gütermänner vom Norden im Blockabstand anrollen und sich alles vor dem Rangierbahnhof Seelze knubbelt. Mitunter beginnt der Stau schon vor Nienburg, wobei die Züge nicht nur in den Überholungsgleisen, sondern auch auf der Strecke stehen. Ist dieses Knäuel bis 4 Uhr morgens nicht entwirrt, kurft die erste S-Bahn unter Ausnutzung aller Fahrmöglichkeiten quasi im Slalom um die parkenden Güterzüge. Um das Kapitel über den Bahnhof im Schatten des legendären Rübengebirges, das übrigens noch niemand gesehen, geschweige denn erklommen hat, abzuschließen: Wie in Poggenhagen gibt es ein westlich angeordnetes Überholungsgleis, das lediglich eingeschränkt nutzbar ist, weil der BÜ-Siemens-Straße im Südkopf von haltenden Güterzügen blockiert wird, sofern sie eine gewisse Länge überschreiten. Die Reisezüge nach Norden nutzen den Hausbahnsteig, die nach Süden den Mittelbahnsteig zwischen dem durchgehenden Hauptgleis und der Überholung. Meine erste bewusste Bereisung dieser Strecke kann ich zeitlich minutiös nachvollziehen. Sie erfolgte am 19. Juni 1993 von 15.11 bis 15.40 Uhr mit dem N4351. Dabei entstand unter anderem dieses Foto vom Wunsdorfer Einfahrsignal und der geübte Betrachter erkennt, dass wir ab Poggenhagen im Gleiswechselbetrieb fuhren. In den Folgetagen knöpfte ich mir die einzelnen Stationen vor, unter anderem auch die damalige Haltestelle Eilwisse, eine Kombination aus Haltepunkt und Ausweichanschlussstelle. Heute nur noch Haltepunkt. Dieser mir vorliegende Untersuchungsbericht zur Herstellung des durchrationalisierten Zustandes der Strecke Wunsdorf-Bremen von 1987 nennt für Eilwisse zwei Nebengleise mit einer Nutzlänge von jeweils 90 Metern, die nach seinerzeitiger Auffassung bestehen bleiben sollten. Ein der Studie beigefügter Bildfahrplan weist die planmäßige Güterverkehrsbedienung aller Bahnhöfe zwischen Wunsdorf und Nienburg an 5 Tagen pro Woche nach. Ob das tatsächlich so passierte, darf bezweifelt werden, weil an anderer Stelle des Gutachtens ein durchschnittlicher Ausgang von 2 Wagen pro Woche für Eilwisse genannt wird. Immerhin unendlich viel mehr als anno 2022. Im Gegensatz zu den Gütergleisen samt Zugangsweiche haben das Empfangsgebäude und das ehemalige Stellwerk, zuletzt Schrankenposten 36, bis heute überlebt, wenngleich leerstehend. Einschneidende Veränderungen musste Hagen-Hann über sich ergehen lassen, das faktisch aus 2 Betriebsstellen besteht. Einem Bahnhof und dem unmittelbar vor den südlichen Einfahrsignalen angeordneten, 1998 eröffneten Haltepunkt mit 2 Außenbahnsteigen. Hier ist er 15 Monate vorher noch im Bau und nach seiner Fertigstellung hielt 2 Jahre lang der Stadtexpress, bevor die S-Bahn übernahm. Ursprünglich lagen die Personenverkehrsanlagen innerhalb des Bahnhofs am Empfangsgebäude mit Stellwerksvorbau, wobei der schmale Zwischenbahnsteig Richtung Süden nur durch Überqueren des durchgehenden Hauptgleises Wunsdorf-Nienburg erreicht werden konnte, was den Betriebsfluss hemmte. Nach Poggenheger und Neustädter Vorbild befindet sich die einzige Überholung auf der Westseite, sodass wir 19 Kilometer hinter Wunsdorf weiterhin auf die erste seitenrichtige Ausweichmöglichkeit für nordwärts fahrende Züge warten. Der erwähnte Untersuchungsbericht sah neben Rückbauten von Gleisen und Weichen übrigens in erster Linie Personalreduzierungen durch die Fernsteuerung einzelner Betriebsstellen vor. Für Poggenhagen war die Bedienung von Neustadt, für Linzburg von Nienburg aus angedacht. Hagen hingegen sollte seinen Fahrdienstleiter behalten, weil die Frage der Reisendensicherung ungeklärt war und die zeitweilige Doppelbesetzung des Stellwerks Neustadt erforderlich geworden wäre. Letztlich blieb alles beim Alten.
Selbst 35 Jahre später sind mir keine konkreten Planungen für ein elektronisches Stellwerk bekannt. Somit residiert der FDL Linzburg wie eh und je im Anbau des schlichten Empfangsgebäudes. Dennoch hat sich das Erscheinungsbild des kleinen Bahnhofs seit meinem Erstbesuch erheblich gewandelt. Auch hier existierte damals ein Zwischenbahnsteig, sodass bei haltenden Zügen nach Nienburg keine Durchfahrt Richtung Wunsdorf stattfinden durfte. Kurz vor Beginn des S-Bahn-Zeitalters ging am Gleis 3 ein Außenbahnsteig in Betrieb. Es ist die erste auf der Ostseite gelegene Überholung, deren Weichen edlerweise sogar Ein- und Ausfahrten mit Tempo 80 zulassen. Erreichbar ist der Bahnsteig über eine Straßenbrücke, die 1993 in Bau war und den sehenswerten Bahnübergang ersetzte. Man beachte die seltene Mischung aus Doppelschranken vorne, Vollschranke hinten und uralten Lichtzeichen. Die Brücke scheint übrigens so ziemlich der einzige Ort zwischen Wunsdorf und Nienburg zu sein, an dem jemals jemand knipst oder filmt. Zumindest sieht man Aufnahmen anderer Fotostandpunkte so gut wie nie. Das mag auch der unspektakulären Landschaft geschuldet sein, wobei mir die Gegend insbesondere nördlich von Eilvese sehr gut gefällt, weil keine Autobahn oder Bundesstraße in Hörweite verläuft und man seine Ruhe hat. Jeder, der von unerträglicher Lärmbelästigung entlang zweigleisiger Hauptstrecken fabuliert, kann sich gern mal ein paar entspannte Stündchen rund um Hagen und Linzburg gönnen. Kurz vor Nienburg ist's vorbei mit der Stille, denn es kreuzt die B6. Und abgesehen davon naht von links die erst 1921 eröffnete NATO-Bahn aus Minden, die ich euch vor ein paar Jahren vorgestellt habe. Um ein Haar wäre die Stadt am rechten Weserufer beim Streckenbau 1847 leer ausgegangen, denn frühere Planungen sahen eine Trassierung über Rethem an der Aller vor. Dem Personenverkehr dienen 6 Gleise, in denen neben der S2 der RE78 aus Bielefeld wendet. Zwischen dem in den 1950er Jahren errichteten Empfangsgebäude und den 3 Mittelbahnsteigen erstreckt sich der Güterbahnhof, über den auch die im Gleisbau schwer aktive Firma HF Wiebe ihr Werksgelände erreicht. Aufgrund der vergleichsweise geringen Radien sind Durchfahrten mit maximal 120 km/h zugelassen, was über Geschwindigkeitsanzeiger an den Ein- und Ausfahrsignalen geregelt wird. Sieht man nicht allzu häufig. Das Spurplan 60 Stellwerk NF ging 1977 in Betrieb. Auch auf der anschließenden Strecke über Verden nach Bremen ist die Signaltechnik gut anderthalb Jahrzehnte jünger als südlich von Nienburg. Und die Aufhebung der Bahnübergänge ist ebenfalls weiter gediehen. Bereits 1997 verschwand beispielsweise dieses olle Blinklicht bei Drakenburg von der Bildfläche. Wo wir schon vor Ort sind, seien gleich noch die über den Nordkopf angebundenen Nebenbahnen nach Raden und Sulingen gewürdigt, die sich auf gut 5 Kilometern bis zur ehemaligen Abzweigstelle Lohe, heute Bahnhofsteil von Nienburg, den Bahndamm einschließlich Weserbrücke teilen. Der Personenverkehr nach Raden endete 1968. Im Güterverkehr wird bis heute unverzagt zum Chemiewerk in Liebenau gefahren. Die letzten Reisezüge nach Sulingen rollten 1969, Güterzüge immerhin bis 1991. Die Stilllegung wurde 1997 vollzogen und die Abzweigweiche, links nach Liebenau, rechts nach Sulingen, ist mittlerweile ausgebaut. Riskieren wir einen Blick in die Zukunft. Der hier präsentierte Streckenabschnitt ist Teil des im Bundesverkehrswegeplan 2030 verankerten und meinen Stammgästen bestens bekannten optimierten Alpha E mit Bremen. Im Projektinformationssystem finden sich allerdings nur knappe Angaben zu geplanten Maßnahmen. So ist pauschal von einer Blockverdichtung Verden-Nienburg-Wunsdorf die Rede und explizit für den Bahnhof Nienburg heißt es: neues Überholgleis, mittiges Wendegleis für S-Bahn Hannover. Die auf der Projektseite abrufbare Visualisierung der gesamten Ausbaustrecke lässt jedoch zusätzliche Überholungsgleise in Neustadt und Hagen erkennen, was die Betriebsführung in der Süd-Nord-Richtung erheblich erleichtern würde. Inwiefern bei einer durchschnittlichen Blockabschnittslänge von aktuell ca. 2 Kilometern überhaupt eine nennenswerte Verdichtung möglich ist, muss man sehen. Das eine oder andere Hauptsignal lässt sich da bestimmt noch zwischenfriemeln, etwa am Haltepunkt Eilvese, der in Fahrtrichtung Nord-Süd in einem 3-Kilometer-Block liegt, was besonders bei haltenden S-Bahnen lange Sperrzeiten verursacht. Obwohl die Höchstgeschwindigkeit bei 160 km/h bleibt, ist die Aufhebung sämtlicher Bahnübergänge vorgesehen. Auch auf den Straßen zwischen Wunsdorf und Nienburg sollte sich die Verkehrssituation also über kurz oder lang verbessern.
Das war er, unser Ausflug auf eine namenlose Magistrale. Danke fürs Mitkommen und bis zum nächsten Mal.